Die Veranstaltung soll eigentlich ein Zeichen setzen dafür, dass ganz, ganz viele Bürger in Gießen gemeinsam auf die Straße gehen und ein Zeichen gegen rechts setzen, aufgrund der Wahlergebnisse vom letzten Sonntag. Wir sind auf die Veranstaltung gekommen, da die Wahlergebnisse hier eindeutig sehr nach rechts angestiegen sind und wir das aber eigentlich so nicht still hinnehmen möchten, sondern schon sagen möchten, dass wir zusammen für ein buntes Gießen stehen. Und deswegen erhoffen wir uns, dass heute auch viele kommen und unterstützen. Ja, wir haben natürlich ein bisschen Angst, dass hier irgendwie zu viele Menschen sind und wir die vielleicht nicht koordinieren können. Aber wir sind frohen Mutes und sind eigentlich sehr gut aufgestellt mit unseren Ordnern, die wir überall hier am Platz hingestellt haben, und wir hoffen natürlich auf eine friedliche Veranstaltung, auf friedliche Leute, die gemeinsam für das gleiche Ziel einstehen. Was ist heute der Ablauf? Der Ablauf des heutigen Abends ist es, dass wir jetzt gleich gemeinsam unsere Lichter anzünden möchten. Dafür wird meine Kollegin dann auch nochmal eine Willkommensrede halten und wir dann einer uns zusammengestellten Playlist folgen, dass wir gemeinsam daran denken, was wir mit unserem bunten Gießen erreichen möchten. Seid. Wir sind absolut überwältigt, wie viele Menschen sich in den letzten zwei Tagen gemeldet haben, wie viele Menschen aktiv geworden sind und vor allem von wie vielen Menschen wir in den letzten zwei Tagen Angebote bekommen haben zur Unterstützung. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank. Natürlich möchten wir auch noch ein Dankeschön an das Café Amelie kurz verteilen. Und zwar haben die uns die Musikanlage für heute Abend völlig umsonst zur Verfügung gestellt und machen somit dieses ganze Event auch mit möglich. Wir haben eine Playlist vorbereitet, wie wir auf Facebook auch angekündigt haben. Und ja, die wurde von uns zusammengestellt, weil sie einfach verschiedene Thematiken aufgreift. Zum einen gemeinsam gegen rechts vorgehen und zum anderen sind es Themen wie Vielfalt, Zusammenhalt, Menschlichkeit und Nächstenliebe, die eben nicht an der Landesgrenze aufhören. Wir sind alle heute hier, um ein ganz, ganz, ganz deutliches Zeichen gegen den steigenden Fremdenhass und für ein friedliches und buntes Zusammenleben in Gießen zu setzen. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, dass wir das alles heute hier so machen, und wir sind völlig überwältigt, was hier gerade passiert, wie viele Lichter gerade schon an sind und dass ihr alle da seid. Wir finden, und wir hoffen ihr auch, dass Menschenrechte weder Hautfarbe noch Nationalität kennen. Und deswegen wollen wir heute alle gemeinsam unsere Lichter anzünden, und zwar um ein deutliches Zeichen gegen rechts zu setzen.
Wenn ihr jetzt möchtet, könnt ihr eure Lichter mit uns anzünden und sie einfach nach oben halten, damit wir auch tolle Aufnahmen bekommen und einfach mal... Oh Gott. Dann wünschen wir euch jetzt einen schönen Abend mit guten Gesprächen, guter Musik und einem ganz klaren Zeichen gegen Rechts. Mich kotzt es an, dass immer nur darüber gesprochen wird, was Schlimmes passiert, Angst verbreitet wird. Es sind fast 40.000 Menschen an der Grenze an Griechenland aufgrund eines Kriegs, der aus Europa heraus mit unterstützt worden ist. Wir müssen endlich Verantwortung tragen. Und wir sind bunt. Deutschland ist schon lange bunt. Damit müssen wir uns abgeben, abfinden. Und alles andere ist inakzeptabel. Ganz einfach, weil Menschenrechte jedem gehören und nicht nur einem Land. Kein anderer Grund, weil Menschenrechte für jeden da sind. Ja, ich möchte auch ein Zeichen setzen gegen rechts und deswegen bin ich hier. Ich denke, es ist das Richtige und gerade in dieser Zeit, in der wir feststellen, dass sich die Politik, aber auch die einfache Bevölkerung nicht um die vielen Leute mit Ängsten und Sorgen gekümmert hat, gerade jetzt müssen wir uns wieder verstärkt darauf konzentrieren, Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass wir auch als einfache, normale Bürger keine Lust auf diesen Rechtsdrang der Gesellschaft haben. Hier wegen der hohen NPD-Zahl in Büdingen und ich bin einfach da, um halt ein Statement zu setzen und versuche mit den anderen Leuten einfach zu zeigen, dass Leute noch links denken können und dass sich rechtes Gedankengut in Deutschland nicht ausbreiten sollte und dafür sollte eigentlich jeder stehen hier. Ich bin heute hier, um zu zeigen, dass Gießen bunt bleibt. Am Sonntagabend nach den Wahlen im Facebook ganz zufällig diese Gruppe entdeckt. Die ist ja privat von den vier Mädels gemacht worden, habe das dann gleich verfolgt und habe da gleich zugesagt. Ich bin deshalb hier, weil mich zum einen die schon allein Nordstadt 41% im ersten Trendergebnis sehr erschrocken haben, wobei ich nicht behaupten möchte, dass das alles Rechte sind, sondern da sind mit Sicherheit sehr viele Protestwähler dabei. Und für mich geht es auch nicht jetzt nur die Frage, hier sind wir gegen rechts, sondern warum ist dieser Rechtsruck entstanden? Also auch mir geht es sehr um die Ursache. Und ich denke, dass das die Politik auch in den nächsten Monaten beschäftigen sollte. Thank you.
weil ich das Wahlergebnis in Hessen doch sehr erschreckend finde und ich einfach der Meinung bin, es ist schön, auf so einer Veranstaltung mit Menschen zusammenzukommen, die vielleicht sich dafür einsetzen, um da mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil ich mich gegen rechts aussprechen möchte mit meinem Auftreten hier. Dito, genauso für mich, gegen die Rechten. Ja, um ein Zeichen zu setzen für die letzten Wahlergebnisse, dass Gießen trotzdem standhaft bleibt. Ja, es gibt 1000 Demos gegen Flüchtlinge oder eben gegen Ausländer und dann kann man ja mal eine Demo für, ja, unterstützen. Weil wir sehr weltoffene Menschen sind und alle Menschen anderer Kultur, anderer Rassen bei uns begrüßen. Und das wollen wir hier mit kundtun und unterstützen. Na, es ist ja schon schockierend gewesen, wie die Wahl ausgegangen ist am Wochenende. Und ich denke, wehret den Anfängen. Und wir wollen einfach ein Zeichen dafür setzen, dass es noch ganz viele Gießener gibt, die nicht dieser Meinung sind, dass man eben vor allem, was fremd ist, Angst haben muss oder dass das weg soll. Deswegen sind wir hier. Ein Zeichen zu setzen gegen rechts. Wir bringen Licht in die Dunkelheit und zeigen, dass wir ganz viele sind, die gegen rechts tun. Und dafür sind wir alle zusammen. Und hier ist eine wundervolle Atmosphäre hier und auch sehr warm. Toll, trotz der Kälte. Also wir sind mit der ganzen Familie hier und wir sind der Meinung, dass wir hier in Gießen keinen Platz für, sage ich mal, Rechtsradikalismus oder Grauen haben. Das ist ja das Einzige, wo wir uns immer auch gegenwehren müssen, gegen diesen grauen Paketten, die hier in Gießen leider immer weniger werden, Gott sei Dank, aber leider noch gibt. Bueno, el motivo de estar aquí es simplemente que nosotros, como extranjeros, que somos chilenos, y estamos también en contra de esos rechtsradicales que destruyen mucho el país alemán y en segundo lugar aquí en Gießen no hay plaza para ellos de ninguna forma y menos mal que siguen siendo menos. La vida es una y me he dado cuenta gracias al cielo a la mitad de 50 que paso a paso y de manera lenta me empujan mis sueños y la pendiente aumenta. Lejos aún de definir la belleza, mil proyectos por cumplir vagando por la cabeza, que con el tiempo y la firmeza dan su fruto en forma escrita superando la pereza. Es un buen día, yo te diría hoy, para exiliar la tristeza. Es un buen día, yo te diría, para limar asperezas y disfrutando del jardín brota la rima sola. Ni pasado ni futuro, simplemente ahora. Traigo versos, sabor a mora. Quiero ser las palabras que amenicen la demora.
Mientras me encuentro iba siendo hora, veo a gente como yo haciendo cola y cada cual una historia en mi trayectoria y yo solo echo de menos. Weil ich einfach ein Zeichen gegen rechts setzen möchte, da das durch die AfD aktuell in Gießen ja sehr stark geworden ist. Ja, Zeichen setzen, Gemeinschaft symbolisieren und auch wirklich zeigen, dass wir in Gießen halt auch hinter der Thematik stehen, weil wir haben ja das Thema wirklich direkt vor der Haustür. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich denke auch gerade durch die Symbolik mit den Kerzen soll das auch so ein Zeichen sein, dass wir in Gießen oder die Leute, die jetzt heute anwesend sind, einfach so ein Stück Helligkeit in die Welt bringen wollen. Also ich bin heute hier, weil ich auch Migrationshintergrund habe und mir sehr viel daran gelegen ist, dass Deutschland genauso bunt bleibt, wie es jetzt ist und ich auch ein klares Zeichen gegen rechts setzen will. Ja, ich finde halt gerade nach den Wahlen jetzt, dass man einfach auch zeigen muss, dass man halt klar dagegen ist. Und ja, ist einfach cool, wenn so viele Leute ja da so ein Zeichen setzen dann. Mich hat das Wahlergebnis ganz schön enttäuscht in Gießen, vor allen Dingen, weil es ja eine Studentenstadt ist. Und dann wollte ich halt auch helfen, Zeichen zu setzen gegen rechts. Also ich bin hier, weil ich das einfach eine schöne Idee finde, mit den Lichtern ein Zeichen zu setzen, dass wir Menschen haben, denen es wichtig ist, dass wir Menschen willkommen heißen und es genug Menschen gibt, die eben gegen rechts sind. Und ja. Ich finde das super, dass hier so viele Leute gemeinsam hingekommen sind und zum Beispiel auch, dass hier Musik läuft und alle zusammenkommen, ein bisschen quatschen, auch über das Thema reden. Und ja, dass alle zusammen Zeichen setzen und ein bisschen Licht ins Dunkle vielleicht auch bringen. Las cosas por hacer y sin retroceder, caer siempre en la misma piedra. Voy con la calma que da la hierba, suplicando con mis versos un encuentro con Minerva y los dioses al cielo, yo con las musas en tierra. Voy buscando sin descanso el tesoro que se encierra y en cada día que nace, sin intento no se hierra. Y en cada día que muere, otro sueño no se entierra. Weil es mich das Wahlergebnis von Sonntag erschreckt hat, dass so viele Menschen die AfD gewählt haben. Und ich finde, da muss man ein Zeichen setzen, dass es auch Menschen gibt, die den 15% nicht entsprechen. Sehe ich genauso. Mich haben die Wahlergebnisse extrem schockiert. Erst recht, weil die in der Weststadt allein über 40% gekommen sind, die AfD. Mit dem Ergebnis hätte ich nie gerechnet. Und habe das bisher nie so ernst genommen. Und jetzt so langsam merke ich, dass es doch ernst wird. Ja genau, ich glaube generell ist es bei den meisten so, dass die Wahlergebnisse einfach aufgerüttelt haben, irgendwas zu machen, irgendwas zu versuchen und das hier ist eine ganz gute Angelegenheit und ich meine, so am Abend hat jeder ein bisschen Zeit, sich einfach mal hier hinzustellen und da irgendwie was zu bewirken. Ich finde, das ist, Ergebnis, was wir jetzt hier in Gießen in der Kommunalwahl hatten, halt ziemlich erschreckend. Und ich glaube ja nicht, dass so viele die AfD wählen würden, wenn viel mehr zur Wahl gegangen wären. Und ich finde es halt erschreckend. Es war irgendwie klar, alle Parteien haben gesagt, wir müssen wählen gehen gegen rechts. Und irgendwie, dass die Leute nicht aktiv geworden sind. Also dass man jetzt nochmal sagt, so okay, nee, das ist, wir nehmen das nicht so hin. Also wir gehen einfach da auf die Straße und versuchen dann vielleicht eben die nächsten Wahlen zu mobilisieren und jetzt eben zu sehen, dass die Stimmung in Gießen nicht kippt. Also wir sind ein bisschen bestürzt über das Wahlergebnis der letzten Kommunalwahl, dass die AfD doch so stark abgeschnitten hat. Und gerade die Werte der AfD können wir nicht vertreten und deshalb möchten wir ein Zeichen setzen gegen rechts und deshalb sind wir hier. Genau, aus demselben Grund bin ich auch da. Sie hat eigentlich schon alles gesagt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das jetzt nicht stillschweigend hinnehmen, sondern hier auf die Straße gehen und ein Symbol setzen, dass es eben nicht jeder so ist und dass es auch keine gute Meinung ist, dass man da dagegen ist. Sie
Also ich bin eigentlich hier, weil ich gerne meinen Kindern zeigen möchte, dass man ein Zeichen setzen kann, auch ohne viel zu machen. Ja. Ja, und um zu zeigen, dass Gießen bunt ist. Nein, ich bin, ja, gegen Nazis. Weil ich finde, die Veranstaltung, die heute Abend hier ist, dass so viele junge Leute da sind, das gibt einen so viel Mut, weiterzukämpfen. Weil ich in 80er Jahren schon demonstriert habe, wenn was falsch war. Weil ich gerade wegen dem Kommunalwahlergebnis ein klares Zeichen dafür setzen will, dass Gießen bunt ist und die AfD hier hoffentlich nichts zu melden hat in Zukunft. Um gegen rechts zu demonstrieren. Ja, einfach weil wir Menschen alle gleich sind, weil wir alle unsere Rechte verteidigen müssen und weil egal aus welchem Land wir kommen, alle einfach in einer Welt sind, die glücklich sein sollte. Ich bin heute hier, weil ich die ganzen 25 Jahre meines Lebens in Gießen gewohnt habe. Ich komme hierher und ich bin erschrocken über das Wahlergebnis, zumindest über einen Teil davon. Und ich möchte zeigen, dass Gießen auch anders sein kann. Weil ich gegen rechts bin und gegen Nazis. Und jeder den Verstand verliert, das alles hatten wir schon mal. Und ich hab keine Lust, nur zuzusehen. Dass hier die Rechten langsam hier mehr überschwappen hier und dafür bin ich halt auch da, gell? Also ich möchte nicht, dass irgendwelche rechten Leute hier Sagen haben im Land, dass wir weiterhin eine Demokratie haben und ja, was soll ich noch zu sagen? Ja? Ich bin halt da. Mein Freund ist Syrer, ich bin schwul und ich möchte mein schwules Leben hier in Deutschland in Freiheit ausleben und nicht mit irgendwelchen schwulen Zählungen oder schwulen Registrierungen dann hier irgendwann mal in Gießen registriert werden. Ich will ein freier Mensch sein. Ich habe vor 25 Jahren habe ich auf dem CSD in Frankfurt für die Rechte von Schwulen gekämpft und das will ich mir nicht kaputt lassen, machen lassen. Also das Leben, was ich jetzt hier führe, soll auch so bleiben. Ich bin heute hier, weil ich es gut finde, dass alle sich hier gegen rechts vereinigen und ja, ein bisschen auch willkommen heißen, die Flüchtlinge. Ja. Naja, um gegen Rechtsradikalismus zu demonstrieren. Oh, das ist eigentlich ganz einfach, weil das eine Aktion gegen rechts ist und ich gegen rechts bin. Also, und man da ganz klar ein Zeichen setzen sollte. Okay, ich habe aus dem Internet das Ganze erfahren und habe mir das angeguckt und wir wollten das eigentlich unterstützen, dass es noch andere gibt, die nicht nur die 10%, die hier rechts AfD gewählt haben, sondern dass 90% eben dagegen sind. Das ist der Grund. Und warum sind Sie heute hier? Ja, mein Kollege hat mir Bescheid gesagt, dass hier was ist und ich dachte, ich komme mal vorbei und mache mir mal selbst ein Bild, was für Leute hier so sind. Und ja, ich bin offen für alles und wollte mir das mal anschauen, mir selbst ein Bild machen. Ich bin's nochmal. Wir haben uns überlegt, beziehungsweise ganz viele Leute haben uns darauf angesprochen, ob es nicht möglich wäre, große und kleinere Kreise zu bilden auf dem Platz, sodass wir so eine Art Lichterkette machen können tatsächlich. Wer Lust hat, könnte sich daran jetzt einfach beteiligen, das heißt einen großen Kreis außen bilden. Und wenn der Kreis oder das Ei, je nachdem wie es auf dem Platz wohl eher aussieht, voll ist, bilden wir einfach noch einen inneren Kreis und noch einen und noch einen und noch einen. Also wir probieren das jetzt einfach mal, ob das funktioniert. Genau, und dann bildet sich ein Kreis außenrum und sobald der voll ist, bildet sich der nächste Kreis im circa 2 Meter Abstand im Inneren davon. Da hinten ist eine super Idee entstanden und zwar, wenn man die Kerzen jetzt schon hochhält, dann kann man die Kreise auch noch besser erkennen. Ja.
Aber wenn ihr euch alle, wenn ihr noch ein Stück zusammenrückt und die Kerzen weiterhin hochhaltet, haben wir ein ganz, ganz, ganz tolles Bild. Wahnsinn! Da ganz viele junge Menschen hier sind, die hoffentlich das Lied von den Ärzten können, Schrei nach Liebe, würde ich sagen, wir stimmen das jetzt einfach mal zusammen an. Ohne Mikro. Ohne Mikro. Das Ergebnis von der AfD, ehrlich gesagt, ganz schön erschreckt. Es ist einfach, die Leute, die gewählt haben, die haben nichts gelernt aus den Jahren. Die sind sowas von, nee, es geht einfach nicht. Das ist ein No-Go. Weil das sind alles nur Protestwähler und die haben sich nicht wirklich mit dem wirklichen Programm beschäftigt, was die AfD will. Und dementsprechend, da muss was getan werden. Warum bist du heute hier? Naja, das ist einfach zu beantworten. Ich meine, nach Sonntag, nach den Wahlergebnissen, muss man einfach endlich mal auf die Straße gehen und den Leuten bewusst machen, dass es nicht so weitergehen kann, vor allem in diese Richtung. Und es gibt einfach immer noch viel, viel Menschen, die für Bund sind und nicht für die AfD. Und vor allem gegen rechts sind wir heute hier, für die Gleichberechtigung aller Menschen. Weil wir Nazis nicht mögen. Auch, weil wir die nicht mögen, weil wir dagegen sind. Weil ich zeigen möchte, dass nicht alle Leute recht sind, also beziehungsweise die wenigsten. Es haben einfach so wenig Menschen gewählt und ich glaube, hier sind relativ viele, die auch aus dem Umkreis kommen, die gewählt haben. Ich hoffe jedenfalls, dass die alle gewählt haben. Und man muss ja auch immer überlegen, die CDU, die SPD, die sind eigentlich fast alle nicht rechts eingestellt. Und auch zusammen sind die noch die Mehrheit über AfD und NPD. Von daher sind immer noch die meisten zum Glück nicht rechts. Mr. Hey, Mr. Nazi, komm auf meine Party.
ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Fußbier und Party, Thorsten und der Party. Wir haben denselben coolen Mord. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Fisch, die Mangas und Origami. Ich kenn das seit meiner Geburt. Kennst du das Gefühl, wenn ein Mensch dich verletzt, weil ein Mensch nicht verletzt wird, wo du kämpfst bis zuletzt? Oder das Gefühl, wenn dir was Gutes passiert, dir kurze Zeit die Sorgen um die Zukunft verlierst? Oder wenn du verliebt bist, ich brauch's nicht mal selbst zu sagen. Das Gefühl, als könntest du die ganze Welt im Arm. Ich weiß, du kennst es auch, wir sind nicht komplett verschieden. Doch du setzt auf den Mann ein und lässt ihn liegen. Und das Schlimmste daran, er war Familienvater. Unten herrscht bei ihm zu Hause ein Riesendrama. Die Tochter versteht mich und fragt sie jeden Tag. Mama, sag mir doch, warum ist denn der Papa nicht mehr da? Er hat aber versprochen, er kauft mir neue Spinnflügel. Und dass wir Picknick machen gehen bei den Windmühlen. Später wird sie verstehen, was das alles heißt. Doch jetzt steht sie nur da und gibt die Mama rein. Hey, Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Fußbier und Party, Thorsten und der Party. Wir haben denselben coolen Mord. Und wir sagen, hey, Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Pech, die Mangas und Origami. Ich kenn das seit meiner Geburt. Es ist nicht leicht, sich mit Einsamkeit herumzuschlagen. Jeder Mensch will doch gleichgesinnte um sich haben. Und sehe du dich was siehst, bist du im Freundeskreis, indem man mit dem Finger auf anderssäutige Leute zeigt. Und das kann schnell gehen, das ist keine Lüge. Die meisten Menschen haben irgendwo rassistische Züge. Ich sehe rassistische Lehrer und rassistische Hauptmänner, rassistische Deutsche und rassistische Ausländer. Und früher war ich selbst und keiner Rassist. Und sowas kommt von mir. Seht ihr jetzt, wie einfach das ist? Ja, ich weiß, ihr würdet mich immer sagen, ja, sie hin und her. Doch im Grunde ist mir das scheißegal, ich bin nur netter Kerl. Und jetzt verleih ich diesen Worten meine Kraft. Und so lege ich heute alle meine Vorteile ab. Und sagst, ich seh das mit den Vorteilen viel zu krass. Doch genau die sind der Ursprung des Krieg und Hass. Wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party. Ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Fußbier und Party, Thorsten und der Party. Wir sind laut, wir sind stark, wir sind genug. Basta, denn für Rassismus ist kein Platz da. Entweder hier oder sonst wo sind Wasser. Turn left, not right, turn left, not right, to the left. Not right. Turn, 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 turn left. Say, what's wrong with you? What's in your brain? Fascist man, we're not afraid. We sing, scream and say. Don't like your thinking, not like your style. What's wrong with you? Just go away. What's wrong with you? What's in your brain? Fascist man, we're not afraid. We fight back today. Don't like your thinking, not like your style. Go away. Ganz ehrlich, ich arbeite bei der Presse und bin neugierig, wie viele Leute gekommen sind. Aber ich find's toll, dass hier vor allem junge Leute so Flagge zeigen auf die Art. Das finde ich ganz toll, weil ich bin auch Gießener und ich möchte, dass Gießen so bleibt, wie es ist. Okay, danke schön.